Recht herzlich willkommen zur 23. Folge von Simotrans. Ja, wir wollten hier den Stau wegmachen. Und da müssen wir mal reingucken, wie der Fahrplan aussieht. Aber also das ist hier die Linie Öl. Und den Fahrplan machen wir besser hier, weil wenn da mehrere Züge drauf sind, dann haben wir die gleich alle korrigiert. Ist aber nur einer drauf, ist aber jetzt auch nicht schlimm. So, und dann müssen wir das so machen. Schieb den mal an der Seite. Dass wir einfach einmal auf dem Hinweg. Warte mal, Riedenburg Ölfeld, das ist da unten. Da kommt er gerade weg. Das heißt, wir machen jetzt hier einfügen. Und zwar den. Und dann hinzufügen für den Rückweg hinten hinter den. So, das sollte so passend sein, oder? Der fährt auf jeden Fall wieder. Aber der fährt in die falsche Richtung. Kriegen wir den noch schnell gedreht? Jetzt steht er auf dem anderen Zug, das ist ganz schlecht. Und dann können wir ihm aber jetzt wahrscheinlich das Chemiewerk anbieten und dann sollte es funktionieren, oder? Nee, auch nicht. Jetzt habe ich ihn zugemacht, das war ganz schlecht. Nochmal Fahrplan, nochmal Hardexen. Nee, das ist falsch. Ölfeld dann halt erst hin. Passt das? Das macht er jetzt. Und jetzt Fahrplan Chemiewerk. So, macht er das jetzt? Ja, jetzt fährt er gerade durch. Okay, dann haben wir den Knoten hoffentlich beseitigt. Da fährt er durch. Gut, wunderbar. Dann ist das erledigt. So, dann geht das weiter. Wir hatten schon letztes Mal das Schweinetaxi gesagt, dass das hier lang fährt. Macht es ja auch, aber hier ist noch eine Station, wo der Michael meint, dass wir hier noch Arbeiter anliefern können. Dafür müssen wir dann da die Route auch ändern. Machen wir auch gerade. Das war Hardexen-Riedenburg. Da ist es. Da müssen wir die Linie ändern. Von Riedenburg schließen wir einfach an nach da und hier machen wir ein Einfügen rein nach da. Sollte das Schweinetaxi jetzt auch hier anhalten, kommt es ja sowieso vorbei. Macht ja Sinn, wenn das klappt, dass da Passagiere dazu kommen, ne? Gut, wo sind denn die Arbeiter hier eigentlich von? Na, alle aus Hardexen. Hätten wir nur auf dem Hinweg. Ne, Rückweg müssen die ja auch von der Arbeit wieder zurück. Passt schon. So, da sind 8 Passagiere drinne und ja, das ist ein bisschen knapp. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon festgestellt, dass es knapp ist. Und deswegen sollten wir jetzt gucken, dass wir das ein bisschen optimieren. Also wir haben hier diese Städte, die ja verbunden sind mit der dritten Stadt. Aber da hinten ist ja irgendwie so gut wie gar nichts, ne? Hier ist tote Hose. Das heißt, wir müssen mal die Karte aufmachen und gucken, wo es da noch hingehen könnte. Ah, da könnte es hier unten hingehen nach Floto. Ja, dann werden wir da einen Hafen bauen und mit dem Schiff darunter fahren. Da müssen wir hier aber sowieso erstmal dann noch was ändern. Dann machen wir das doch so, dass wir warte mal. Wenn ich das jetzt verlängere, hier den Hafen mache, dann muss ich das anders setzen. Okay, das machen wir dann mal. Verlängern wir die Straße als erstes. Die geht dann bis dahin. Da setzen wir dann den Schiffsanleger hin. Der ist da. Und das ist der. Oder was ist das hier? Ne, das ist ein Kanalhafen. Das geht, glaube ich, nicht. Den setzen wir dahin. Dann müssen wir die Haltestelle verpflanzen. Das war hier. Machen wir dahin. Und dann müssen wir die Linie verändern. Das war Fahrzeuge hier. 4 Städte war das. Und zwar Floto Schrottplatz. Ja, Linie ändern machen wir erstmal. Floto Schrottplatz haben wir hier zweimal drin. Das heißt, wir löschen. Warte mal gerade. Können wir den angucken? Da stehen noch 3 Passagiere. Okay, die müssen erst noch abgeholt werden. Aber ich lösche jetzt trotzdem mal den Eintrag.
Und hier mal Flotoschrottplatz nochmal, den löschen wir auch. Ja, weg. So, und dann Waldeck, Sonderhausen. Wo liegt denn das alles? Muss ich einmal auf der Karte gucken. Waldeck ist hier. Ach so, der fährt hier lang und dann wieder zurück und dann da lang. Okay, das heißt, von Waldeck kommt er. Gehen wir auf Einfügen. Und machen den dahin. Dann fährt der nach Sonderhausen, das war da unten, da brauchen wir nur hinzufügen machen und er fährt dann danach auch nochmal dahin, ne? So, Waldeck, Floto, Sonderhausen, da hinten die zwei, dann kommt das Sonderhausen, Floto und dann wieder als erstes Waldeck. Das müsste jetzt richtig sein. Passt. So, und dann müssen wir hier gucken. Ah, da sind keine Passagiere mehr. Und der Michael hatte mir geschrieben, um das abzureißen, kann man hier oben dieses Werkzeug nehmen und dann sollte das funktionieren mit dem draufgebauten und ist auch so. So, ach so, den Schiffsanleger haben wir hier schon gebaut, aber wir müssen noch ein Schiff haben und da oben, warte mal, bevor ich hier was abreiße, gehen wir wieder auf Lupe. Da oben müssen wir noch ein Schiff haben, einen Anleger auch noch haben, ne? Genau, der ist hier noch nicht gebaut. Also nochmal den Anleger, da war der. Machen wir dahin, genau, und eine Werft. Die bauen wir dahin. Dann können wir das zumachen und können den da rein und das Schiff nehmen. Dies braucht einen Fahrplan. Von dort nach da unten, Floto. Da ist es schon. Und muss da anlanden. Gut, das ist eine neue Linie. Und zwar ist das Redenburg nach Floto. Fertig. Haben wir das jetzt? Ich hoffe ja. Hat er auch übernommen diesmal. Gut. Und kann dann eigentlich, warte mal, gehen da oben erst hin, damit ich das verfolgen kann. Wenn das da rauskommt, starten. Da ist das Schiff. Ja, jetzt krieg ich es doch nicht aufgeklappt, auch schön. Hallo? Da ist es. Gut, dann können wir das alles schließen hier, die Wasserstellen. Den haben auch. Das kann auch zu. Das auch nochmal. So, der fährt natürlich jetzt mit 0 Passagiere da runter. Da ist noch keiner da. Gut, und dann müssen wir mal gucken, wo das kleine Fahrzeug ist, was sich Schweinetaxi nennt. Hier ist es nicht. Da ist es. Das fährt mit 0 Passagieren durch die Gegend, das ist auch nicht gut. Und dann hatten wir vorher noch einen Bus, den nehmen wir auch nochmal gerade in die Übersicht. Wo ist er? Ah, da unten. Da fährt der Bus. Und das sind Oswald und Alpenau, okay. Gut. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, Altenau, der fährt noch weiter durch, ob sich hier bei den Zahlen irgendwas tut. Ich lass mal gerade schneller laufen, ein bisschen. Der hat jetzt da unten über Hardex einen Baustoff, das sind 6 Umsteiger schon mal. Das ist schon mal super. Warte, jetzt ist er da wieder angekommen, hat aber keine Passagiere mit. Der fährt da unten ziemlich leer, ne? Da muss ich noch was ändern. Hier oben auf dem Rückweg 4. Und das Schiff, wann kommt das an? Ja. So. Oh. Hier hat sich was getan. Da sind schon 38 Passagiere, die über Riedenburg fahren wollen. Das heißt, die fahren mit dem Schiff weiter. Das ist ja schon mal richtig gut. Hier fahren 6 weiter über Hardexen.
Das heißt, die steigen schon ins Schweinetaxi ein. So, jetzt verfolgen wir mal das Schiff. Das muss ja mal ankommen. Noch nicht lang. Noch nicht lange. Lange noch nicht. Lange noch nicht. Da ist es aber schon. So, und wie viel steigen da ein? Warte mal, wo, da? 5500. Miese. 47 steigen ein. Weiterfahren. So, gucken wir mal. Schweinetaxi hat 47 Passagiere. Nee, das war jetzt nicht das Schweinetaxi. 30 hat's. Das Schiff hat 47 Passagiere. Und der Bus da unten ist, glaube ich, auch ein bisschen voller. Ja, das sieht schon besser aus. So, da oben 4 Passagiere auf dem Weg nach oben. 47 noch, der Bus ist gerade leer. So, jetzt müssen wir ein Schiff gucken. 10.000. Ich glaube, 5.4 war das da unten. Achter, okay. Aber 131 sind da jetzt drin, ne? 47 waren vorher, das müsste dann jetzt mal positiv laufen, ne? Schweinetaxi 4, hier unten sind auch 4 über Hardexen, das heißt, die fahren auf jeden Fall mit dem Zug weiter. Kurz gucken, oh, da oben 42 voll beladen, über Riedenburg kommen da wieder Passagiere rein. 131, der Bus ist etwas mager. Oh, das Taxi nimmt jetzt auch reichlich mit zurück. Und über Hardexen sind 10, das heißt, der Bus hat auch 10, die da mitfahren. 13, 15 sind da unten 7. Der Bus kriegt jetzt auch mehr Personal. Das Schiff war jetzt hier bei 6.000 irgendwas. Ich glaube, das kriegen wir jetzt auch runtergefahren. Jetzt ist 158 da drin, noch mehr. Schweinetaxi fährt 8er hoch, 42 runter. Das sind schwarze Zahlen. Ich glaube, hier kriegen wir definitiv auch schwarze, oder? Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir angehalten haben. Lass mal gerade langsamer fahren. 12.000 haben wir jetzt miese. Und? Die 158 bringen wie viel? Ja, das ist unter 5.000 gekommen. Das heißt, das Schiff fährt auch schwarze Zahlen. Ja, der Bus, der ist dann noch ein bisschen subventioniert von den anderen beiden wahrscheinlich, ne? 5.000. Ja, irgendwann wachsen natürlich auch die Städte, die beiden da. Und dann geht das auch. Ja, das ist, Schweinetaxi ist schon wieder voll. Oh, da ist ein Stau. Oh, da ist nicht nur einer im Stau, sondern mehrere. Gut, ich glaube, das können wir zumachen. Das Schiff, gucken wir später mal wieder rein, machen wir auch zu. Und der Bus ist jetzt halt so, lassen wir auch weg. Gut, da sitzen einige fest. Die müssen wir jetzt mal gerade gucken, warum, wieso und weshalb. Ja, das ist hier so ein Nadelöhr, ne? Das Problem ist, die kommen hier und fahren da im Bahnhof und der auch. Und hier gibt's kein Auswahlsignal vorher. Das ist auch schon schlecht, ne? Warum steht der drin, ne? Der wird beladen, okay. Machen wir ein paar Gleise mehr. Hilft uns das, das ist die Frage, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, wir machen da mal was anders. Ach, das war falsch. Das war Fahrzeuge. Wir haben Züge. So, machen wir mal hier. Ah, da kann man sogar vorbeifahren. Machen wir mal hier so lange, wie es geht. Und da. Nee, dann machen wir das nicht so. Dann machen wir das so. Nee, das gefällt mir noch nicht. So machen wir das. Und fahren dort rüber. So. Und hier ziehen wir gerade durch. Und hier machen wir das gleiche nochmal in diese Richtung. Ziehen da auch gerade durch. Wir haben ja Züge, die da durchfahren wollen. Und die müssen wir jetzt mal beschäftigen damit. Bahnsteig her. Da ist ein Bahnsteig. So. Bauen wir 9, ne? So, und den da, den würde ich gerne eigentlich auch mal wegnehmen. Diesen hier.
Dann können die Züge nämlich durchfahren, ohne dass sie da anhalten. So, und oben. Na, irgendwie sieht das hier ganz komisch aus, ne? Weil die Straße hier so ist, ne? Ich glaube, da oben müssen wir noch ein bisschen anders basteln. So, da reißen wir auch noch was weg. Warte mal, da können wir mal mit dem Werkzeug, glaube ich, arbeiten. So, der würde jetzt da durchfahren. Darf da aber nicht lang. So, dann geht der da lang. So, das ist weg. Das ist auch weg. So, dann ziehen wir dieses Gleis noch gerade durch. Und trennen uns noch von dieser Verbindung gleich. Und er fährt jetzt nämlich schon durch, ne? So. Dieses auch weg. Jetzt haben wir die Strecke da so lang. Jetzt einen Bahnsteig noch hin, der da ist. Das passt. So, dann würde ich den wegmachen. Und das geht nicht. Doch, geht auch sogar. Jetzt hat er keinen Bahnsteig mehr. Jetzt müssen wir da aber wahrscheinlich den erstmal wegschicken. Fahren wir zum Stahlwerk. Ach so, und jetzt haben wir das Problem, dass hier Linien sind, die da in der Mitte natürlich ihren Fahrpunkt haben, ne? Gut, Züge ausgewählt und gucken, wann es mal hier leuchtet. Da ist schon einer. Der muss dann da eingefügt werden. Und dann der freie Wegpunkt muss gelöscht werden. Das passt dann. Hadexen, das ist, der kommt hier gar nicht vorbei. Kohle, okay, der könnte hier vorbeikommen. Da müssen wir gerade reingucken. Der hat da auch einen Halt. Müssen wir da einfügen. Der soll dann da anhalten. Der freie Wegpunkt muss dann weg. So. Nächsten Kohle-Stahlwerk. Der hat hier keinen Haltepunkt. Kohle-Süd hat hier keinen Haltepunkt. Zeche hat hier keinen Haltepunkt. Maschine hat hier einen Haltepunkt, ne? Der muss ja. Ja. Einfügen. Dahin. Und ja, ich sehe jetzt gerade, wie mit dem Wenden ist das dann auch noch so eine Geschichte, ne? Auf jeden Fall den löschen. Dann ist das der Schrott. Der wird hier umgeschlagen. Ne, wird gar nicht umgeschlagen. Okay, da hätte ich jetzt gedacht. Dann der zweite Schrott aber, oder? Genau, der wird hier umgeschlagen. Einfügen, da, löschen, den. So, Stahl hält hier auch an, hat zwei Wegpunkte sogar, wie kommt das? Achso, weil er einmal nach da fährt und einmal nach da fährt. Einfügen, da. Und den löschen und einfügen, obwohl das jetzt kein Einfügen ist, aber fast schon,
löschen den. So. Na, jetzt habe ich das Falsche zugemacht. Sehe ich hier noch den Fahrplan, Hardex und Stahlwerk. Ja, gut, dann auf ein neues, ist aber noch ausgewählt, super. Linie ändern, hat auch einen Punkt. Einfügen, aber ich kann den auch mal dahin machen, oder? Spielt das eine Rolle? Gute Frage, ne? Altenau Maschinenbruck, Hardexen Chemiewerk. Ja, das müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal richtig. Ups, stopp, den müssen wir nochmal aufmachen. Da ist noch ein freier Wegpunkt dran, der muss weg. So. Und Öl? Öl hält hier nicht an. So. Passt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Signal hier reinsetzen. Und da reinsetzen. Damit die da und da nur langfahren. Das ist ein Auswahlsignal schon, glaube ich, da oben, ne? Das sieht auf jeden Fall so ähnlich aus. Und ja, das ist, glaube ich, mit diesem Schild da dran. Ne? Das ist schon ein Auswahlsignal. Das sollte gehen. Jetzt müssen wir nur vor und hinter diesen... Ah, das können wir aber auch anders machen. Das war das Auswahlsignal, ne? Ja. Das Auswahlsignal kommt hierhin. Das andere reißen wir weg. Das war damit zu machen. Gut, und vor diesem Auswahlsignal müssen wir da oben noch eine Verbindung haben, damit die Züge drehen können, ne? Ich mach's mal hier rüber. Oder? Ne, ich mach's ein bisschen höher noch. Na, jetzt sind's richtig schön viele da hingekommen. So, der kann da drehen und da, und dann müssen wir da noch ein, machen wir da noch ein normales Signal hin. Ich hoffe, das ist vor der Kreuzung. So, dann geht das schon mal einigermaßen. So, und hier ist es jetzt schwierig in der Hinsicht, dass diese Züge jetzt hier, da und da das Problem haben, ne? Mit dem Signal. Ich hatte schon letztes Mal irgendwann mal überlegt, dieses Gleis einfach geradeaus zu ziehen, ne? Macht ja auch Sinn. Und das auch. Machen wir auch. So, die da lang fahren, wie dieser hier, der fährt demnächst hier lang, gehe ich von aus. So. So, passt's, oder? So, wer hier lang fährt, der will sowieso durch den Bahnhof dadurch. Oder auch nicht, ne? Weil, kann auch in der Mitte durchfahren, ne? Ja. Wie macht man's? Wie man's macht, ist bestimmt verkehrt, ne? Auf jeden Fall ist das hier schon mal entspannter dadurch, dass es da lang geht. Wie machen wir es da weiter? Ich gehe mal von aus, wir müssten weiter nach hier rüber. Hier gibt's keinen Linksabbieger, hier gibt's nur einen Rechtsabbieger. Aber von der Seite gibt's einen Linksabbieger da. Wenn ich jetzt dem... Warte mal. Jetzt hier rüber gehe, ne? Okay. Dreh da lang. So. Dann brauche ich da unten
keinen mehr, weil der kann von da aus darüber. Das heißt, ich kann die anderen hier wegmachen, ne? Weil die, die von da kommen, nach da wollen, können da lang fahren, die da lang fahren. Noch ein Signal auf halber Strecke, würde ich mal sagen. So. Und diese Verbindung kann dazwischen dann auch weg. So. Dann kann das ein Auswahlsignal werden, definitiv. Nee. Macht auch keinen Sinn. Aber er kann da sowieso nicht reinfahren, wenn. Oder er fährt durch. Das weiß er, will ich hoffen. Ich glaube, wir lassen das mal so. Sollte so funktionieren, will ich hoffen. Wenn da einem was auffällt, das nicht so richtig ist, dann kann er ja Bescheid sagen. Hier oben ist natürlich das Auswahlsignal gesetzt da. Und der, wenn der durchfährt, dann hat er das Auswahlsignal schon für den nächsten Bahnhof. Also auch nicht die Ideallösung. Aber wir müssen die auch nicht auswählen, ne? Eigentlich gar nicht. Vielleicht das Signal weg. Und normales hinmachen, ne? Ja, der hat jetzt gedreht, wie man sieht, ne? Ich glaube, wir machen das Auswahlsignal hier weg. Und machen noch eine Querverbindung direkt im Bahnhof. Da und da. Ja. Und hier sieht es noch so komisch aus. Ich glaube, das machen wir jetzt hier noch etwas anders. So, da müssen wir was weg jetzt. Dann der weg. Der weg, der weg und der weg. So, jetzt sieht das glaube ich richtig aus. So, der da oben brauchen wir dann auch nicht mehr, glaube. Der kann dann auch weg, weil die können ja hier drehen. Dann sollte das jetzt richtig sein, oder? Jetzt mache ich den hier noch weg und ziehe den noch so wie auf der anderen Seite auch. Dann sieht symmetrisch aus. Gut, okay. Sollte so klappen, oder? Ja, die Folge hat dann Überlänge gekriegt. Aber wir haben keinen Stau mehr. Die Fahrzeuge fahren alle. Ich hoffe, die fahren auch alle positiv hier. Alles im roten Bereich, ne? Gewinnen. Oh oh, wer ist das? Oh, alles klar, da wissen wir schon, was wir nächste Folge zu tun haben. Da stehen sie auf der Strecke und kommen nicht weiter. Das müssen wir dann beheben. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.